Hallo meine Freunde, willkommen zurück zu einer neuen Folge hier in unserem Dorf im Oxbow. Ich habe da ein Geschenk für Sie. Kazimira, how can I help you? Was würde ich ohne dich tun? Du bist nicht mehr schmutzig. Du hast deine Kleidung schon wieder dreckig gemacht. Zieh sie aus. Ich wasche sie schnell. Was würde ich ohne dich tun? Romantik. Ja, Kazimira. Ich habe eine Kleinigkeit für dich. Was? Mach's gut. Was war mit dem Eheleben? Das habe ich jetzt nicht lesen können. Ich habe doch was für dich gehabt. Habe ich das hier reingeräumt? Mal schauen. Ich habe auf alle Fälle was für dich. Das wird doch keiner hier rausgefressen haben, oder? Getrocknete Feigen, ja, wie ist doch F. Gott. Nochmal zurück. Oh. Die hat gedacht, ich will sie verarschen. Hallo, Kazimira. Ich bin wieder da. Hi, Hubby. Oh, mein Dick. Ich habe eine Kleinigkeit für dich. Das ist das, wovon ich rede. Du weißt, wie man eine Frau glücklich macht. Mach's gut, meine Liebe. So long. Jawohl. Jetzt haben wir wieder einen Stein im Brett. So, ich habe mal aber... Ich hatte ja in der letzten Folge noch am Abschluss gesagt, dass ich in der Schneiderei schauen will, um zu schauen, was ich mir für Klamotten machen kann. Und ich habe mir eine gesteppte Weste gemacht. Übrigens habe ich gemerkt, dass der ohne Hose rumgerannt ist und da auch keine Schuhe anhatte. Da brauche ich mich nicht zu wundern, dass er gefroren hat oder gejammert hat. Also, alles klar, wenn wir barfuß im Schnee rumflitzen, also dann jammern wir auch, dann haben wir... Alles klar, das war aber nicht mit Absicht. Ich habe das dann bloß abends gemerkt, ich denke, warum hatten da so nackige Füße? Ah ja, alles klar. So, wir werden auf alle Fälle heute mal nochmal nach Biastovia gehen und werden unsere Quests, die wir uns notiert haben, die werden wir mal erfüllen. Nicht so, brauche mich jetzt ja nicht, wo ich den Zettel... Ich habe den Zettel, ich wollte gerade sagen, wo ich den Zettel hin habe. Wir brauchen 64 mal rote Beete und 14 Samen. Die holen wir uns schon nochmal. Die Samen haben wir... im Materiallager. Ich muss halt immer über die Mauer springen. So, also. Rote Beete-Samen, die müssten wir ja hier drin haben. Rote Beete-Samen, na bitte. F. 14 Stück brauchen wir da. 14. Perfekt. Dann brauchen wir... 130 Federn. Wir haben da unten zwar schon was verkauft im Winter, aber ich mal sehen, ob wir dir noch irgendwas andrehen können. Federn. Oh, wir haben 1390 Federn. Ich nehme mal 390 Federn, die wiegen ja nichts. Da können wir vielleicht noch ein bisschen was damit anfangen, dass wir noch was verkaufen können. So, das hat doch schon mal. Und dann brauchen wir noch 56 mal Salz. Haben wir auch schon 1592 Mal. Da können wir auch langsam wieder was rausschmeißen. Das füllt uns ja. Wir haben schon wieder 7200 Kilo im Lager. Fast 7300 von 12.000. Irgendwann reichen die drei Lager nämlich auch nicht mehr. Das werde ich gleich mal... Oder haben wir... Ne, wir müssten eigentlich Salzfleisch machen. Aber das machen wir, wenn wir aus Dings zurück sind. Also, jetzt nehmen wir uns erst einmal... Moment, ich muss hier erst einmal raus. Einen Schritt nach hier vorne gehen.
Komme ich da noch ran? An die Truhe? Ja. Da hole ich jetzt mal 1000 Salz raus. Und schmeiß die hier in das Körbchen. Sonst läuft uns, quillt uns bald das Lager wieder über. F. Das ist ungefähr 2/3. Stück zurück, noch ein Stück zurück, noch ein Stück zurück, komm. So. Das zählen wir runter, alles klar. Und das schmeißen wir da drüben rein. XEF. Treffer. So, und jetzt nehmen wir uns die 56 mal Salz, nehmen wir uns jetzt weg. Die wir mit nach Diastovia nehmen. Salz. F. So, jetzt haben wir 62 Kilo. Da könnte ich doch noch ein bisschen was mitnehmen. Was könnte man denn noch mitnehmen? Rote Beete wollten, müssten wir ja noch. 64 rote Beete. Die holen wir ja drüben. Alles klar. Die holen wir ja im Lebensmittellager. So, da hätten wir nämlich die Quest dort unten erfüllt. Und ich schaue jetzt auch gleich mal hier bei uns, was wir bei uns hier für Quests haben. Vielleicht müssen wir da irgendwas aus Diastovia oder so wo mitbringen. F, das waren 64. Da. Die nehmen wir mit. Brauchen wir sonst noch was? Nö. Wir könnten noch 9 Kilo rund tragen. So, dann nehmen wir nämlich hier davon. Von den 87%igen Fleisch, F. Dann nehmen wir diese 8,5 Kilo mit. Da. Bestätigen. Nee, Stück zurück. 41, 40 mal nehmen wir mit. Gut. Bestätigen. Die braten wir jetzt fix. Und die verkaufen wir. Das ist alles Geld. So, Grillrost. Gebratenes Fleisch. 40 mal. 40 Steaks werden jetzt verkauft. Fertig. Na, die Katze Mira ist auch schon da. Ist es jetzt um 8? Oh ja, 8.35 Uhr schon. Gut, wir laufen jetzt fix noch. Wir müssen aber was essen. Ich habe noch 2 Eintöpfe. F. 50%ige. Und den anderen werden wir heute Abend essen. Wenn wir heute Abend nach Hause kommen. Oder wir beeilen uns ja. Ach, dieser Frosch. Ich mache hier wieder einen Cut auf der Brücke und wir sehen uns wieder unten in Diastovia. So, jetzt sind wir gleich in Diastovia. Da müssen wir durchlaufen, müssen ans schwarze Brett, schnappen uns die Quests und gehen zum Derwan. Ob wir das mit dem Fixen machen, ich bin noch am Überlegen. Da müssen wir noch mal schauen, was das an Geld bringt. Wir müssen auch dran denken, in spätestens 4 Tagen müssen wir auch dieser Kastellan schon wieder, müssen wir wieder Steuern zahlen. Und unser hart verdientes Geld müssen wir halt dem Kastellan bringen. So, wir haben erstmal schlau wie ein Fuchs. Füchse jagen, das bringt uns, und das bringt uns eigentlich gar nichts. 503 Münzen. Der Federn. Alles klar, den nehmen wir an. Dann Brot und Salz. Da bringt uns das doch schon im Verhältnis gesehen mehr. Nehmen wir an. Und der rote Beete-Baron.
haben wir auch. Nehmen wir auch an. Alles klar. Ja, Mann, wo bist du, mein Freund? 34 Meter, 31 Meter. Ich wusste, wo, ich weiß, wo er ist. Im Wirtshaus. Nee? Doch, da hinten ist er, oder? Nee, wo ist denn doch der Mann? Der Mann, wo bist denn du? Ist er wieder daheim? Liegt er noch im Nest? Nee? Da gänkelt er hier wieder unten beim Dings rum, oder? Na, wo ist er denn jetzt? Also doch im Wirtshaus, wusste ich's. Ah ja, gut, mein Freund. Hallo. Ich habe ein paar Federn übrig. Großartig, vielen Dank. Ich hatte schon Sorge, du könntest ein weiteres Opfer sein, die Jugend heutzutage. Have a nice day. Once I met a guy who kept saying, "Winds howling." Ich kann etwas Salz entbehren. Bitte. See you soon. Und noch einmal. How can I help you? Viele Hände, schnelles Ende. Ich wusste nicht, dass wir einen Baron haben und nicht irgendwie Baron, einen der Rote Beten, nicht irgendeinen Baron, einen der Rote Beten. Alles klar. Ich auch nicht. Keine Ahnung, warum jemand Rote Beete in solchen rauen Mengen kaufen würde. Aber er zahlt gut und wo wir gerade von Bezahlung sprechen, hier ist deine. Danke. Have a good day. Gut. I wonder when the new supply. How can I help you? Zeig mir deine Ware. Du kriegst die Federn, die ich jetzt drin habe. Der hat auch 2400, 2500 hat der. Ich werd verrückt. Der kriegt jetzt alles. Die Eisenaxt, den Eisenhammer, die Eisenschaufel, die Federn. Hat immer noch 1100. Das Fleisch kann der Kneiper immer gebrauchen. So, was haben wir denn noch drin? Zwei Holzschalen, die kann der auch gebrauchen. So, und jetzt ist es aber schon. Das schleift es aber schon an. Da verkaufen wir nichts weiter. Das Wollgarn und den Wollstoff, den verkaufen wir nicht. Nein. Gut, alles klar. My wares never disappoint. Leb wohl, mein Freund. Good luck. Habe ich dich von der Wahn befreit. Gut. So, jetzt haben wir wieder diese komische Quest dort oben drin, die wollen wir nicht. Wir haben auch Fähigkeiten, ne? Da gucken wir doch gleich mal. In der Diplomatie haben wir schon wieder welche. Diplomat, Romeo, Empathie. Offenlegung der NPC-Persönlichkeiten bei Unterhaltung, ne. Zäher Verhandlungspartner, Verkaufspreise, den machen wir erstmal voll. So, die Empathie, die kann man später machen. Brauchen wir auch bloß einen Punkt. Das machen wir in der nächsten Runde, wenn wir wieder welche haben. So, das war's dann. Gut. Also, ich laufe mal erstmal wieder heim. Halt. Ja, ich bin in der richtigen Richtung. Und wir sehen uns oben im Dorf wieder. Alles klar, hier auf dem Weg nach oben an der Hütte, die wir da oben sehen, habe ich schon geschaut. Das sind keine Banditen. Also, brauchen wir keine Angst zu haben. Da oben lungert niemand rum. Also, bis ich wieder in unserem Dorf bin. Ich blende mich mal aus. So, da unten in den Häusern, wie ich gesagt habe, das sind keine Banditen. Also gucken wir mal, ob sich hier oben irgendwelches Gesinde rumtreibt. Da müssen wir, glaube ich, aufpassen. Da sind immer die scharfen und wilden Eber unterwegs hier. Die Angriffslustigen. Hier scheint aber niemand zu sein, oder? Aber wir nehmen einen Bogen in der Hand. So richtig sicher kannst du dir da auch nicht sein.
Nee, es sieht nicht danach aus, dass hier was los ist. Nö. Nein, hier ist auch nichts. Gut. Schauen wir gleich mal runter ins Tal. Hier über die Hücke nach unten. Da kommen wir doch gleich in unserem Landwirtschaftsdorf raus. Halt, da können wir doch gleich mal in Fotomodus gehen und mal ein Bild machen. Für unser Thumbnail. Fotomodus. Kamera starten. So, und da sieht das doch schon ganz gut aus, oder? Ein Gesamtüberblick über unser Dorf. F. Foto machen. Alles klar. Gut. Fotomodus beenden. Perfekt. Gut. Wir werden mal, glaube ich, mal zu unseren Schafen gucken, wie es da aussieht. Ah ja. Die sind schon relativ groß geworden. Was ist denn das? Wieso ist denn das noch so klein? Na ja, gut. Alles klar. So, wir werden jetzt mal auf, wo unsere Plantage ist, werden wir mal den Zaun anzeichnen, den wir setzen wollen. Damit unsere Plantage vor den Wiesenden geschützt ist. So, das Lebensmittellager müssen wir auch nochmal erneuern hier. Das mache ich, kann ich nebenbei machen oder machen wir in der nächsten Folge. Jetzt wollen wir erstmal hier etwas Zaun bauen. So, gekauft habe ich, glaube ich, den Bauplan schon, oder? Ansonsten müssen wir ihn kaufen. Der kostet zwar wieder ein Schweinegeld, aber was Fünfe haben hier oben kein... Was ist denn da wieder? Müssen wir mal schauen. Moment, da gucken wir doch gleich mal rein. In unsere Verwaltung. In der Häuseln. Was ist denn hier? Die Fischerhütte. Was ist mit denen? Die haben kein Werkzeug. Oh, da müssen wir schauen. Landwirtschaft, das ist die Scheune. Die haben bestimmt wieder... Oh, na gut. Das ist mit denen ihrer Drescherei. Und da haben die ein Produkt nicht. Und da wird gemeldet, dass die kein Material haben. Seht ihr das? Die haben keinen Weizenkorn. Na gut, da gehen wir hier auf Null. Und das ist die Sache schon erledigt. Gut. Dann können die noch ein bisschen Dünger machen. Und zwar Dünger habe ich hier als Verdorbenen. Da machen sie noch Dünger aus Dung. So, das drehen wir auch hoch. Da haben sie wieder was zu tun. Alles klar. Jetzt müsste es eigentlich auf 4 runtergehen. Ja, auf 4 haben wir jetzt etwas. Naja, gut. Das ist auch noch von der Näherei. Ich habe mir das Zeug selber genäht. Da ist niemand da. Die ist schwanger. Die ist im Babyjahr. Und in der Kneipe, die haben noch nichts zu produzieren. Das ist auch in. Das wären wir schon bei 2. Was haben wir da noch bei 2? Mal gucken wir nochmal rein. Der Vollständigkeit halber. Seht ihr hier? Die Fischerhütte ist eins, müssen wir schauen, wo die in der Schmiede machen die denn Dingens. Ja, 2 und 2. Wieso ist denn hier um 2? Weil da 2 Leute drin sind oder was? Gut. Alles klar. So, jetzt wollen wir hier mal was anzeichnen. Und zwar schauen wir Y-Zäune. Zäune. Ach nee, wir haben sie schon gekauft. Entweder machen wir so einen Holzzaun. So Palisaden, nee, machen wir nicht. Und das ist ein Bretterzaun.
niedriger Bretterzaun, normalen Bretterzaun oder Holzgartenzaun. Nee. Was ist das für einer? Muckgartenzaun. Nee, nee. Lattenzaun. Da brauchen wir wieder einen Haufen Bretter. Hier brauchen wir auch zwei Bretter. Niedriger Bretterzaun. Schema kaufen. Naja gut, dann müssen wir es halt noch kaufen. Jetzt haben wir es. So. Ich würde nämlich von hier hinten mal ein bisschen in Bretterzaun bauen. Erstmal von dem Baum an hier. Oder so. Von hier. Oh, das ist aber sehr niedrig, oder? Das ist der Zaun, den wir um unsere Felder machen können. Ne, den machen wir nicht. Und da legen wir 800 Geld davor hin für das komische Ding. Gut, alles klar. Zäune. Bretterzaun, nehmen wir den hier. Den müssen wir auch kaufen, haben wir auch noch nicht gekauft. Oder mal für 900. Oh, gut, alles klar. Gut. Ich sag doch, da geht das Geld weg wie warme Semmeln. Na, jetzt wollen wir mal sehen, wie der aussieht. Hoffentlich haben wir uns jetzt nicht verkauft hier. 6 Bretter brauchen wir da, alles klar. Na, der sieht schon ein bisschen besser aus. Na, können wir den noch gleich noch ein bisschen weiterziehen. Ja, bis hierher auf alle Fälle. Vielleicht geht es sogar noch weiter. Dahin. Jetzt ziehen wir weiter in diese Richtung. Bis zur Brücke vor, hätte ich fast gedacht. Und da schauen wir mal. Bis hierhin. Und jetzt bis zur Brücke. Style. Gut. Haben wir den jetzt richtig angezeichnet? Ja. Haben wir jetzt einen Bauhammer? Ne, den haben wir ja wieder verkauft. Den haben wir doch wieder verkauft. Alles klar. So, da brauchen wir Bretter, brauchen wir da. Unmengen Bretter. Wir haben aber auch Unmengen hier hinten liegen. Was ist Unmengen? Hier haben wir 408. Und ich glaube, drüben habe ich auch noch mal in diesem Lager, habe ich auch noch mal Bretter liegen. 200 Bretter. 200 Bretter, die wiegen 100 Kilo. Müssen wir doch mitnehmen können. Du trägst zu viel. Die wiegen, seit wann wiegen die denn so viel? Ich hätte immer gedacht, die wiegen also gut, müssen wir die Hälfte wegschmeißen. Müssen wir 100 wegschmeißen. Gut, schmeißen wir 100 Bretter weg. Gut. X, die Hälfte raus. Haben wir zwar immer noch zu viel, aber das macht ja nichts. So, jetzt holen wir uns hier einen Bauhammer wieder. Mal schauen wir gleich mal. Fischerspeer. Ich habe doch welche gemacht gehabt, nur mal für den Quest. Und da habe ich doch mehr gemacht. Ah, die habe ich bestimmt verkauft, wie ich mich kenne. Nee, Fischerspeere haben wir keine. Also müssen wir welche machen. Gut. Fisch ist sowieso zurzeit keiner. Ich weiß auch nicht. Den schmeißen wir dann jedes Jahr wird er vergammelt. Der fliegt da weg. Da müssen wir unserer Köchin mal Bescheid sagen, dass sie mal ein paar Fischgerichte kocht. So, was wollte ich jetzt? Einen Eisenhammer. Eisenhammer, 29. F, gut. Und den legen wir uns wieder wie üblich auf die 2. Und jetzt gehen wir Zaun bauen.
So. Also, hauen wir mal hier ein paar Bretter rein. Das sieht auch wirklich fast aus wie ein Grenzzaun hier. Na, es geht aber, es geht aber. Wir müssen uns ja auch ein bisschen müssen wir uns ja auch schützen. Und außerdem müssen wir das auch ein bisschen sicher machen. Was ist da schon? Die Bretter alle wieder. Ach je. Wir haben auch ein paar kleine Kinder hier im Dorf. Nicht, dass die ins Wasser flitzen. Wäre gar nicht so gut. Ne, die 400 will ich nicht. Ich hole mal erstmal hier drüben die 100. Ich will nicht mehr einsam sein. Das ist doch dein Problem. Ach so, mal sehen, ob wenn ich jetzt hier das Feld... Ich werde jetzt mal das Feld hier. Moment. Die machen nämlich immer noch nichts hier. So, da hätten wir ja das Feld hier. F. Und das legen wir jetzt mal fest. Hier. C, Pflanzenart ändern. Hier kommt Moon soll ja drauf. F, Moon. Bitteschön, Escape, bestätigen. Mal sehen, ob sie jetzt ihren Hinnersten bewegen und das Feld hier hacken. Oder brauchen die hier noch eine Scheune in der Nähe? Denn die Scheune ist nicht in Reichweite. Könnt ihr ja mal in die Kommentare schreiben. Ob wir hier dann hier noch eine Scheune brauchen. Denn die bewegen ihren Hinnersten nicht. Die hacken das Feld nicht. Gut, wir werden sehen. Schreibt mir das bitte in die Kommentare, ob dieser Feldschuppen jetzt hier auch noch eine Scheune braucht. Denn die Scheune ist ja gegenüber, ist ja drüben auf der anderen Seite vom Fluss. Und ich habe ja extra einen Feldschuppen hier gebaut, weil unsere Plantage außer Reichweite war. Wird die Feldschuppen von drüben. Da kann es durchaus sein, dass wir hier noch eine Scheune brauchen. Na, da müssen wir halt noch eine bauen. Das ist zwar nicht letzter Hit, aber... Wenn es nichts anderes geht, da können wir vielleicht hier das Gelände noch ein bisschen anders. Na gut, wir wollen ja auch noch hier in den Gärten, in den Hausgärten, wollen wir ja auch noch Felder anlegen. Oder Beete anlegen, keine Felder. Keine Felder, Beete, Bretter. Hier nehmen wir nochmal 100 Bretter mit. Und da ist das dann schon... Oh, hier haben wir exakt einen Treffer gelandet. Da wäre die Scheune hier oben schon nochmal angebracht. Und in der Scheune arbeiten wieder vier Mann. Da brauchen wir wieder zwei Häuser dazu. Wir müssen sowieso mal noch ein zusätzliches Haus bauen für Arbeitskräfte. Denn es sind wieder einige Mädels, die da schwanger sind. Die fallen uns ja die nächsten Monate aus. Oder na, zwei Jahre dann immerhin. Und da brauchen wir Arbeitskräfte. Los, was machen wir dann mit denen? Naja gut, das sind dann wieder die Kindeskinder, die dann schon Kinder kriegen. Wollte gerade sagen, was machen wir dann, wenn unsere Mädels hier alle in die Wechseljahre sind und keine Kinder mehr kriegen? Da haben wir dann zu viel Arbeitskräfte. So. Aber das regelt, die Natur regelt das dann schon. So, jetzt haben wir auf alle Fälle hier erstmal einen Zaun hergestellt. Aber das ist mir immer noch nicht sicher. Die stehen mir immer noch zu weit hier drüben. Können wir da auch ein Tor reinbauen in diesen Zaun? Ein richtiges... Auf alle Fälle möchte ich das hier noch... Wollen wir sie mal locken? Welche abschießen, dass wir sie hier rüber locken? Nee, machen wir nicht.
Naja, es sieht schon ein bisschen anders aus, wenn wir hier in Zahlen stehen haben. So, aber da schauen wir uns noch mal gleich um, wo wir uns die Scheine hin... Können wir die auch hier herbauen, auf die kleine Pfütze hier? Da nehmen wir doch gleich mal Gebäude, Landwirtschaft. Hier steht aber nichts, dass wir eine Scheune brauchen. Aber wenn, dann bauen wir gleich die Scheune 2. Schauen. Ah ja, die kennt man hier, Herr Bauen. Seht ihr das? Es ist grün. Es hat grün geflackert. Und wenn wir da hier noch ein paar Bäume wegmachen, hier den hier zum Beispiel, und die... Ach, steht denn da hinten rum? Hat die keine Arbeit? Oder ist es schon wieder Feierabendszeit? Oh, ist doch schon wieder 6:30 abends. Na klasse. Und wir haben ja auch schon wieder fast 32 Minuten weg. Alles klar, meine Freunde. Ich habe das über Arbeit gar nicht gemerkt, dass die schon hier alle wieder verschwunden sind. Naja, gut. Ich hole mir mal noch eine Axt und eine Schaufel, wie immer. Und hau noch ein paar Bäume weg hier. Und wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Ich kenne die hier schon mal ein bisschen, die Produktion schon wieder ein bisschen drosseln. Seht ihr das? Wir haben 54 Äxte. Und wir haben Eisenerz, haben wir wieder einen Haufen. Ich muss wieder Erz schmelzen. Also das haut ja einigermaßen ganz schön hin jetzt hier. Eisenschaufeln weniger, das könnte man vielleicht ein bisschen hochdrehen. Eisensensen haut auch hin, Eisenspitzhacken haut hin. Da muss ich nochmal hier ein bisschen feinjustieren in der Schmiede. Dass wir nicht von manchen zu viel haben und von anderen zu wenig. Das werde ich mal zwischen den Folgen noch machen. So, ich habe jetzt eine Eisen... Habe ich eine Eisenaxt mir geschnappt? Ja, und jetzt schnappe ich mir auch noch eine Schaufel. Die muss ich wieder zurückbringen, nicht wieder verkaufen. So, alles klar, meine Freunde. Ich fäll hier Bäume und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Ich sage dann mal Tschüss, bis zur nächsten Folge.